So, und damit willkommen zurück bei Morrowind in der Kanalisation von Klarwasser. Die Schmuggler haben wir alle umgelegt. Und jetzt wollen wir nochmal schauen, ob wir nicht wieder nach oben kommen, denn das Nordviertel wartet, glaube ich. Oh, jetzt ist er wieder so abartig laut auf dem Ohr. Ah. Jetzt wieder so abartig leise auf dem Ohr. Wie man es dreht und wendet, es ist immer schlimm. So, jetzt wollen wir irgendwie wieder nach oben kommen. Nur wie? Hier scheint was von Klarwasser. Vielleicht ist das der Weg nach oben. Werden wir doch gleich mal testen. Das sieht schon mal, zumindest mal trockener aus. Ja, bloß bringt's nichts. Aber vielleicht haben wir irgendwo eine illusorische Wand. Was ist das eigentlich? Ja, Illusion, schade, schade, schade. Wir brauchen doch eigentlich Mystik und wir haben immer noch keinen Markierenzauber. Das ist allerdings schwach. Oh, Haus des geziemten Anstandes. Ah, natürlich, die hatten ja einen Zugang zur Kanalisation. Da fragt man sich auch noch, warum. Gerade die haben den Zugang zum... Ja. Vielleicht haben die was zu schaffen mit den Schmugglern. Wer weiß, wer weiß. Aber zum Glück, auch ohne Ausdauer, ist die Chance, dass das gezaubert wird, relativ hoch. Oder erfolgreich gezaubert wird, viel eher. Nun, wir kommen hier wieder raus. Da drüben haben wir eine Treppe. Kommen wir hier durch? Abwasserkanal, okay. Was genau macht der Kollege da? Humbrio. Ah, endlich mal wieder jemand, der sich hier hinuntertraut. Es gibt ja nicht mehr viele Leute, die sich in die Kanalisation wagen. Seit ein paar Wochen treiben ein paar Goblins in den hinteren Ebenen. Oh, ihr Unwesen. Keiner weiß, wo die herkommen. Wenn da mal dieser Nicht-Orgomann... Nochmal auf Deutsch. Keiner weiß, wo die herkommen, wenn da mal dieser Nicht-Orgomann seinen Finger im Spiel hat. Ja, Satzbau, nix gut. Und dabei ist die Kanalisation von Klarwasser solch ein schöner Ort. Ja, wunderschön ist er, ne? Ja, ich kenne mich hier sehr gut aus. Ich habe schon eine ganze Weile hier unten. Da habe ich meine Ruhe und muss mich nicht über das Gewäsch der Leute den Kopf zerbrechen. Das ist allerdings gar nicht mal so verkehrt. Alles, was ich brauche, finde ich in den Kanälen. Ratten zum Essen, Treibholz zum Wärmen, na und Wasser zu trinken. Was gibt es hier unten so auf? Erzähle mir von diesem Raum. Erzähl mir von den Goblins in den hinteren Ebenen. Dies ist das Abwasserbecken von Klarwasser. Ihr müsst wissen, dass das Abwasser in der Stadt immer in Bewegung ist. Es wird durch viele Schleusen und Ventile geführt und gleichzeitig von grobem Schmutz gesäubert. Hier beginnt das Wasser seine Reise durch die Kanäle, bis es dann im Sammelbecken ganz wie in einem Reservoir zum erneuten Gebrauch bereitsteht. So leidet die Stadt nie unter Trinkwassermangel. Was ist mit den Goblins? Gibt es da vielleicht eine Quest? Die hinteren Ebenen erreicht ihr nur über ein Gebäude im Norden des Sammelbeckens. Ich glaube, es ist verlassen und auch ziemlich verfallen. Ihr habt den Häuptling getötet? Gut, jetzt kann ich meine Ratten wieder in den unteren Ebenen jagen. Dort sind immer die großen Dicken unterwegs. Ach so. Alles klar. Das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Vielleicht haben wir eine Quest von ihm bekommen oder sowas, oder... Naja. Wir haben auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Wir haben das gute Schild der Nordmänner. Nein, den Schild. Ah. Die Tür zum vergessenen Raum ist von innen verschlossen und wird sich erst öffnen, wenn jemand sie von innen wieder aufschließt. Moment, was ist das? Ach Gottchen.
eine Reihe Schalter. So, was genau wollen die von uns? Sechs Öffnungen in der Wand, aber wir haben wesentlich mehr Schalter. Einfach alle mal aktivieren. Obwohl das wahrscheinlich eine ziemlich dumme Idee ist. Wir können ja mal fragen, ob er was darüber weiß. Aber ich glaube... Gerüchte, Schenke, Argumon. Gibt es irgendwelche Hinweise vielleicht im Raum? Drei, zwei, eins. Ist das das Rätsel-Lösung? Erst drei, dann zwei, dann eins. Obwohl, ist ja ziemlich dumm, oder? Naja, vielleicht kriegen wir das noch irgendwie anders raus. Vielleicht gibt es eine Information, die uns fehlt. Wir wollen einfach mal weiter, und zwar nach... Vordere Abwasserbecken, war klar, war so. Hier ist Licht gefragt. Ach, mit voller Ausdauer gelingt es uns nicht. Naja. Das ist eben Glück oder auch Pech. Das ist eine Art Altar, oder was darf ich mir hier runter vorstellen? Ah, fliegende Ratten. Was bist du? Ich schätze mal, du bist gleich Dost. Oh, oh. Ein Beschwörerchen. Das ist allerdings nicht so gut. Na, wobei das... Oh, oh, jetzt wird's... Jetzt wird's übel. Ring der zweiten Barriere. Obwohl, wir sind ja super stark. Was war das? Das war ein Dremora-Fürst. Nee, ein Churl. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ach, komm schon. Gibt's doch nicht. So, was hat der? Der hat... Ah, schön. Dremora-Speer ist allerdings super schwer und komplett für'n Arsch. Das braucht kein Mensch. Was haben wir noch? Ah ne, hä? Detra-Herz nehmen wir mit. Auch das Vulkanglas, das unbehandelte. 500 ist es wert, nehmen wir auf jeden Fall mit. Und hier eine Dremora-Keule, die nichts wert ist, super schwer und von Werten her so lala. Würde ich sagen, machen wir das komische fliegende Mistvieh noch platt. Oh, das ist nicht so gut. Oh, oh. Aua, nicht schauen. Triff doch, du Affe. Naja. Das war knapp. Dremora-Churl. Dremora-Speer. Naja, schlechte Werte. Aber eine Verzauberung brauchen wir jetzt wirklich mal irgendwann. Das geht so nicht weiter. Tetrische Fledermaus. Infravision. Okay. Aber mehr scheint hier unten auch nicht zu sein, oder? Wenn ich das recht. Wenn ich das richtig sehe, hier ist nicht mehr. Da drüben ist nix. Na gut, haben wir wenigstens mal ein paar Viecher umgelegt. Ist ja auch was Feines. Gegend befriedet. Ja, was hier der Sinn des Ganzen sein soll, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz so wirklich klar. Ein Muster erkenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Das hat also nichts mit dem anderen Raum zu tun, mit dem Schalterraum. Gut, dann machen wir uns wieder vom Acker. Ja, Zauber. Sind auch nicht drin, weil wir keine Magie mehr haben, keine Magiepunkte. Also ziehen wir von dannen und gehen
wir es eigentlich vorhatten, wieder nach oben durch das Haus des geziemten Anstands, richtig. So, rasten, bist gehalten? Nein, wir rasten mal ein Stündchen. Das wird zumindest mal ein Hauch von Zauberei wirken können. Wobei, wir haben ja noch die Kerze, brauchen wir zum Kochen. Dann nehmen wir einfach die Fackel. Hey, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr. Jetzt sind wir 2 Meter davon entfernt hier vom Aufgang. Aber gut. Wir sagen trotzdem mal guten Tag. Was wollte der nochmal? Der wollte irgendwas. Wollt ihr nicht Diamanten haben, ein paar, oder? Oder bin ich? Kommt schon. Sagt was oder verschwindet. Na gut, ich komme aus der Kanalisation. Die Reaktion ist wahrscheinlich zu erwarten. Was wollt ihr von mir? Nein, was willst du von mir? Darum geht's. 10 dwemerische oder dwemerische Münzen. Also Dwemer sind, wie gesagt, die, ja, man kennt sie auch aus sowas wie Skyrim. Das sind die, die Zwerge. Die aber sich ein bisschen eher geben wie, ich sag mal, Gnome, weil sie durch allerhand Maschinen und auch Kampfmaschinen und Centurions und Blabla-Sphären und, was wünscht ihr? Ja, berühmt geworden sind in der Welt von Wardenfell und darüber hinaus. Wie heißt eigentlich die ganze Welt? Wardenfell ist die Insel, Morrowind ist die Region hier oben. Mit dem Festland, das leider nicht aufgezeigt ist oder aufgezeichnet, aber ich meine. Ach stimmt, es gibt ja noch, wie heißt das? Ja, es gibt auf jeden Fall eine Modifikation, die, meine ich, das komplette Außenareal noch mit dazu beamt. Das heißt, wenn einem das nicht mehr genug ist mit der Insel und dem Festland, dann kann man sich sagen, hey, wir wollen das, ja, wie nennt man das dann? Den Rest der Provinz Morrowind gerne bereisen, und das kann man auch wunderbar tun. Händlerviertel, sind wir hier richtig? Ne, ich glaube nicht. Wo wollten wir denn hin? Verdammt noch eins. Ach ja, ins Nordviertel, genau. Auf jeden Fall gibt es hier noch jede Menge Modifikationen, und vor allem, wer das Ganze hier noch nie in gemoddeter Form gespielt hat, der sollte sich das tatsächlich mal hier zulegen, das Ding. Morrowind Game of the Year, und dann. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, wenn man die Deutsche hat, da muss man ein bisschen rumtricksen und hoffen, dass es noch Seiten gibt, die deutsche Übersetzungen anbieten. Denn es hat nichts damit zu tun, wie ich verstehe schon Englisch, sondern es geht tatsächlich um die Lauffähigkeit. Denn das funktioniert nicht mit einer deutschen Version, weil es auf verschiedene, ja, Indoor, also ja, Innenzellen zugreift, die eben, ja, es notwendig machen, dass man entweder den die Mod dann öffnet und dem Editor das umschreibt, oder dass man ja eine Übersetzung findet, wo es andere für einen gemacht haben. Dann hat man die Kerndateien in Englisch und muss dann die deutsche Version aber aktivieren im Morrowind Launcher, und dann kann man die Sache auf Deutsch spielen. Das sind quasi mehr oder weniger einfach nur Übersetzungstools. Ob sie wohl gehört hat, was ich gesagt habe? Ich weiß es nicht. Aber auf Englisch, die englische Version, würde ich sagen, ist nicht unbedingt die bessere, nur man hat halt weniger Probleme, was das Modding angeht. So, wir schauen mal ins Nordviertel, ob es hier was Feines gibt oder nicht. Was haben wir denn hier? Ja, ich hoffe auch mal, dass das ganze Rauschen und Knistern weg ist. Denn, naja, wenn sich das nicht bessert, dann würde ich sagen, war es das erstmal, bis ich neues Equipment habe. Oder ich muss mit dem alten ran und das irgendwie boosten. Vom Sound her, von der Lautstärke, weil das ein bisschen scheiße war. Ja, keine Ahnung, wie ich das Ganze mache, denn das kann ich mir vorstellen, ist ziemlich nervig. Ja, wir schauen einfach mal in die Baracken hier rein. So, guten Tag. Steht hier nicht herum. Ist in Ordnung. Das ist aber auch schick. Das ist, glaube ich, dieses komische Bone Mold, das wir eigentlich auch hatten. Mit Drachenschuppenzeug oder so. Ich weiß. Oh, Moment. So, da bin ich wieder. Nach einem kleinen Schnittchen. Naja. Ja, wir sind in Limus Anwesen und wir tun mal so, als wäre nichts passiert. Recht schnell. Die sieht überhaupt merkwürdig aus. Gut, wir sprechen mit Limus.
Was war das? Allzeit bereit. Alles klar, Trombalimus. Ich kenne euch nicht. Was wollt ihr? Ja, was ist denn dein Beruf? Ich bin Händler für Allgemeinwaren. Ach was, ich ziehe herum auf der Suche nach Möglichkeiten, etwas Gewinn zu machen. Im Moment betreibe ich keinen Handel. Ah ja, aber wenn der schon... Goldsäggenblüten. Mhm. Naja, offensichtlich vertickt der Zeug oder bunkert hier wahrscheinlich einiges. Und die Wachen sollen unangenehme Gesellen wie mich fernhalten. Was heißt unangenehme Gesellen? Ich bin super. So. Wobei das hier alles so ein bisschen nach Slum aussieht. Sprecht. Nein. Und hier wollen wir uns doch ein bisschen umschauen, wobei ich mich frage, kommen wir hier weit? Ja, das ist nämlich alles abgesperrt. Ulas Hütte, Schloss 100. Okay. Also für Diebe, wie gesagt, wäre das ein Eldorado. Die hätten hier... Ich habe nur wenig Zeit. Mhm. Die können sich hier ein bisschen an den Türen zu schaffen machen und wahrscheinlich auch das ein oder andere Häuschen mal ein bisschen... Bereit, wenn ihr es seid. Leerräumen. Lasst mich nur nicht unnötig warten. Ja. Sputet euch. Diebstahl allerdings nur wenig Zeit. Dürfte ein bisschen schwieriger werden, denn man sieht's, die sind nicht so gut zu sprechen auf... Ja, ungebetene Gäste. Jeder hat hier irgendwie seine extra Wache angeheuert. Aber wir können es mal versuchen. Willkommen, ich bin der einzige Händler im Nordviertel von Klarwasser. Ach was. Meine Waren sind vorzüglich und für die Qualität, die ich euch biete, geradezu lächerlich billig. Wollt ihr also etwas kaufen? Ja, ja. Ach, ich habe Skuma oder Skuma noch dabei. Hätte man eigentlich mal einsetzen können da unten. Wo ist denn das? Ach, ich habe zwischen die Dielen gelegt. Okay. So, guten Tag. Ich hätte gerne Handel getrieben. Was hast du denn Feines? Schnelligkeit, Festigen, Stärke. Wäre zwar super, aber für 8 Sekunden ist das nicht so super. Einmal ein kleines Schildchen. Ja. Ja, das ist halt wirklich, ich sag mal, im Slum ist er damit wahrscheinlich der König. Wir allerdings sind dann doch schon ein bisschen was anderes gewohnt. Das hier ist nicht unbedingt unsere Kragenweite. Ja, Kleinvieh können wir vielleicht kaufen, so ein paar Kräuter oder sowas, dass wir wieder was zaubern können, aber oder alchimieren können, aber ich würde sagen, wir lassen das mal. Schulterplatten haben wir, ne? Ja. Wir haben die Bone Mold-Geschichte schon an, deswegen danke. Halt, wir haben irgendwas, was wir verkaufen können, und zwar die genau, die Schwertchen, die wir mitgenommen haben. Gibt uns nicht sonderlich viel dafür. Wir können, also 435 würden wir jetzt für die bekommen. Jetzt versuchen wir einfach mal, ihn ein bisschen zu betören oder zu bezaubern. Nicht genug Magiepunkte. Wir warten einfach eine Stunde. Versuchen es dann nochmal. Gut, Pech gehabt. Dann drücken wir eine Marke in die Hand. Jetzt mag er schon ein bisschen mehr. Naja. Aber immerhin. Immerhin etwas. Mit Blitzschaden. Halt, das ist der Gute, genau. Ja, Ring der Diebe brauchen wir eigentlich nicht. Können wir im Grunde auch wegmachen, weil die. 5 Pünktchen Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Ach komm, ich leg's mal weg. Wir brauchen es nicht wirklich. Unsichtbarkeit sollte man es auf jeden Fall mal für irgendeinen speziellen Moment aufbewahren. Licht. Aber soll es, wir haben Infravision. Stille. Das muss ich mir merken, dass wir das tatsächlich noch im Rucksack haben. Denn das Ding ist gar nicht mal so schlecht. Da kann... Ja, das verhindert das Zaubern für 10 Sekunden. Und ich glaube, 10 Sekunden sind gar nicht mal so ohne... Okay, jetzt kann ich wieder... Aus unerfindlichen Gründen kann ich jetzt wieder nicht... die Sache automatisch hoch ticken lassen. So, 700 Mark verdient. Jede Menge Platz im Inventar geschaffen. Läuft. So, ordentlich. Wir kommen durch, finde ich wunderbar. So, guten Tag. Bitte helft mir, ich bekomme das Schloss zu meiner Hütte nicht auf... Ja, ja, natürlich. Das, naja.
Ja, irgendwie scheint es zu klemmen. Wollt ihr euch das nicht mal anschauen? Ihr seht so geschickt aus. Nehmt einfach den Schlüssel und versucht die Tür zu öffnen. Habt Dank. Was sagt ihr? Ich glaube, du willst uns ein wenig in das Licht führen, kann das sein? Hm. Die ist bestimmt ansteckend. Schnell weg. So, was ist das? Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Guten Tag. Lass mich nur nicht warten. Udine. Klingt so ein bisschen nach Star Wars. Oh, ein Topf. Ein unbenutzbarer Topf. Na klar, wir sind ja auch im... Wir sind ja auch im Orden der Ehre Gebiet. Oh, kommt schon. Sagt was oder verschwindet. Und wie kommen wir da drüben in die Hütte? Müssen wir da springen? Oder fliegen? Ja, offensichtlich. Oder von oben runter? Nur noch Jumbo. Ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal in Isas Hütte. Hm. Wobei das ein bisschen nach, ja, ja, natürlich. Und da drin geht's dann auf die Nuss, oder wie? Der traue ich keinen Meter über den Weg. Und was ist das? Eine, ja, Gilardshütte. Nee, da kommen wir nicht hin. Auch da drüben nicht, da würde ich aber wahnsinnig gern. Das wäre wieder was für einen Khajiit mit viel Akrobatik. Der könnte mal so geschwind drüber hopfen. Oder jemand, der halt Levitation beherrscht, was wir nicht tun, oder? Ich glaube nicht. Sprung hätten wir, aber das gelingt sowieso seltenst. Könnten wir aber spaßhalber mal versuchen. Ne, können wir nicht, weil wir keine Ausdauer, Quatsch, keine Magie haben. Ja, ich weiß. Sollen wir es machen? Ach komm, wer nicht wagt. Euer Tagebuch wurde aktualisiert. Isas Schlüssel zum Öffnen des Schlosses verwendet. Oh oh. Als ich in Isas Haus gelangte, erwartete mich dort ein Aschenghul. Es scheint eine Falle gewesen zu sein. Ach was. Oh oh. Ich glaube, die sind gar nicht mal so unübel, die Mistviecher. Dann nehmen wir doch gleich mal ein Zaubertränkchen. Obwohl, wir warten noch einen ganz kurzen Moment ab. Das soll sich doch lohnen. Oha, hat der reingehauen. Tötet ihn. Verdammt, noch eins. Gewittersturm. Obwohl, wenn es zurückkommt, haben wir ein Problem. Egal. Es muss sein. Hm? Junge, Junge, das war knapp. Die alte Mama fertig, wenn wir hier wieder rauskommen. Alles klar, hier jetzt einen komischen Schrein und einen Aschegul, der jetzt mit dem Kopf im Feuer hängt, dem komischen Tentakel aus dem Gesicht wachsen, aus dem Loch im Gesicht. Alles klar, Schlüssel zu Isas Innentür. Ja, so kommen wir wieder raus, nehme ich an. Aschesalz. Miese Ratten, dafür klauen wir jetzt zum ersten Mal alles, was nicht nied- und nagelfest ist und finden nur Müll, ist ja logisch. Super, so ein paar Münzchen. Zucker, Skuddel, ja komm, alles wird mitgenommen. Wer weiß, wann es wieder was Gutes gibt. Ja, das Papier kann man übrigens auch verzaubern. Ich meine, das hätte ich sogar selber in meinen eigenen Dings verändert, dass man dort mehr drauf beamen kann. Wie ging das noch? Genau, irgendeine Verzauberung, glaube ich, auf... Wir gucken mal danach. Ja, einen verzauberten Gegenstand aufladen oder einen erschaffen. Also ich habe jetzt den Seelenstein mit dieser Kinderseele leider völlig verschwendet, auf mein Männle gezogen und jetzt kann ich versuchen, einen Gegenstand zu erschaffen. Ja, natürlich ist es totaler Quatsch, weil es nichts bringt. Großartig, aber man hätte jetzt die Möglichkeit, irgendwas Magisches zu verzaubern. Ja. Ah, okay, das geht bis 17. Das ist nur mal so zum Testen. Wenn wir, angenommen, wir würden den Gegner lähmen. Mit jedem Treffer. Ja, Berührung müsste das sein. Eine Sekunde gelähmt. Mal sagen wir, die im Treffer zwei Sekunden gelähmt. Ah, das würde sogar locker funktionieren. Das heißt, da kann man noch wesentlich mehr rausholen.
Zauberkosten 3, Ladung 100. Nicht schlecht. Wenn mir das gelänge, könnte ich das sogar tatsächlich machen. Aber unsere Verzauberung ist leider viel zu gering. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch. Aber so kann man auf jeden Fall eigene Sachen wirken bei Treffer. Genau, ganz wichtig. Nicht, dass man... weil sonst ist das quasi einfach nur dann ein magischer Gegenstand, den ich aktiviere. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja bei jedem Zustechen, wollen wir bei Treffer, wollen wir das auslösen. Lähmen kann man, was kann man noch? Zauber absorbieren, das ist natürlich auch Quatsch. Aber Lebensenergie absorbieren zum Beispiel, das will ich nochmal gucken, wie gut das funktionieren würde. Ausdauer absorbieren, nein. Lebensenergie absorbieren, auf Berührung. Ja, also 2 Sekunden lang saugen wir mal 10 Punkte Energie ab. Lebensenergie, also 20 sind das dann. Ach, würde auch locker funktionieren. Allerdings, wenn ich das jetzt bis auf 17 hochbeame, dann ist es, glaube ich, nicht so prickelnd. So wäre das dann schon eher was. Mit jedem Zustechen kriegen wir 10 Punkte Lebensenergie dazu. Würde dann auch nur 3 kosten, also 33 Mal könnt ihr damit sozusagen dann zustechen. Und noch ein bisschen öfter, weil wir bis dahin ja auch ein bisschen was aufgeladen haben wieder mit jedem Treffer. Das ist gar nicht mal so schlecht. Muss man sich mal überlegen. Was man auch machen könnte, ist die... habe ich jetzt momentan noch nicht, aber sowas wie Fertigkeit... Obwohl, habe ich doch, oder? Ich hatte doch nicht wiederherstellen, irgendwas bezaubern. Nee, das ist es nicht. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach einen Skill... Also hier eine der Fertigkeiten hochzudrücken für einen Moment, das wäre zum Beispiel genial. Sowas brauche ich auf jeden Fall auch noch. Dass ich Verzaubern zum Beispiel für 1 Sekunde erhöhen kann. Und wenn es gelingt, dann kann ich schnell dieses Menü öffnen und habe dann statt, weiß ich nicht, was haben wir da, 20 oder sowas? 15, ja. Kann man dann sagen, irgendwie plus, von mir aus 1 bis 100, ja, dann habe ich halt so eine so was Chaotisches, dann geht es von 16 bis 115, ist alles mit dabei. Und wenn es dann ziemlich hoch ist, dann sage ich, okay, jetzt kann ich mir einen Gegenstand erschaffen. Und habe dadurch dann, ja, die erhöhte Chance, was Magisches zu erschaffen, diesen Speer hier. Das lasse ich aber mit 15 Verzauberungspunkten auf jeden Fall sein, das lohnt sich nicht. Ist es ein Exploit? Ich würde es schon sagen, ja. Allerdings ein guter Exploit. Und wir verlassen die Baracke wieder. Schlüssel zu Inas Innentür benutzt. So, guten Tag. Steht nicht herum. Setzt euch in Bewegung. Ich setze dich gleich in Bewegung. Bitte helft mir. Ja. Wart ihr in meinem Haus? Und habt ihr es getötet? Ja, das ist herrlich. Ich bin euch zu großem Dank verpflichtet. Dank euch kann ich endlich wieder in meinem Haus schlafen. Nehmt diese Tränke zum Dank. Das war doch nicht etwa eine Falle, oder? Wie kommt der Aschenghul in euer Haus? Vor ein paar Wochen erwarb ich im Hafen eine bizarre rote Statuette, die immer noch darin steht. Sie schien mir sehr passend für meinen alten Tisch. Ein paar Tage später wachte ich von beängstigenden Geräuschen auf, die von der Ecke, wo ich meine Kisten staple, zu kommen schienen. Zu meinem Unglück stellte es sich als dieses Ding heraus und ich flüchtete aus meiner bescheidenen Hütte. Und nun bin ich schon seit Wochen unter freiem Himmel und kann einfach nicht in mein Haus zurück. Ich wollte euch nicht ausnutzen, doch ihr kam mir so vor, als könntet ihr es mit dem Tier aufnehmen. Es tut mir leid, euch in Gefahr gebracht zu haben. Wieso halfen euch die Wachen nicht? Die Stadtwache macht einen großen Bogen um das Nordviertel. Hier gibt's zu viel Elend. Sicher wollen sie sich den Anblick ersparen. Das hätte ich auch genauso gut dem Stadthalter selbst fragen können. Da hätte ich, verdammt. Naja. Also offensichtlich, gut. Wir haben eine gute Tat getan. Haben eine Quest erfolgreich abgeschlossen. Und die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Sprung? Oder haben wir noch einen Levitations... Ne, haben wir nicht. Kein Levitationstrank. Versuchen könnte man es ja. Wie viel habe ich denn? 15. Das heißt, ich kann es zweimal versuchen. Wir speichern spaßhalber einfach mal. Und? Verdammt. Gut, das hätte nicht sollen sein. Natürlich können wir jetzt einfach nochmal 2 Stunden warten. Wir warten sogar 3 Stunden.
So ein schöner Himmel, aber wir... Ach, da unten hockt auch einer. Wie? 3 Stunden und wir haben nicht genügend... Ach klar, die Regeneration hängt ja ab von Willenskraft, ne? Maximale Ausdauer? Nein. Ist es Intelligenz? Nein. Okay. Wie regeneriert sich das schneller? Na, wurscht. Wir springen einfach mal runter zu dem... Gar nicht... Khajiit hat dir nichts zu sagen. Das werden wir sehen. Was ist? Seid ihr an Stoff interessiert? Stoff? Feinste Textilien. Skuma oder Mondzucker? In Ordnung, das macht für den Vertrag. Verdammt! Ich dachte, jetzt kann ich mir was aussuchen, aber. Ja, das hat sich nicht so gelohnt. Egal. Egal, da haben wir wohl ins Klo gegriffen. Passt auf, wo ihr hintretet. Ja. Seid gegrüßt, Argonia. Hier wird den obdachlosen Armen ein Bett geboten. Diese armen Leute müssen sonst auf dem feuchten Holz schlafen. Sie würden sich mit Sicherheit den Tod holen. Ja, ich habe auch kein Obdach. Das heißt, wir legen uns einfach mal gepflegt hin und heilen uns rasten bis geheilt. 15 Stündchen vergehen. Sagt, was ihr wollt. Nein, danke. Was Ausbildung hat ihr anzubieten? Langwaffe könnten wir gebrauchen. Longblade Skill. Let's one use Broadswords, Sabers, Longswords, Claymores, Katanas and Die Katanas effectively. Ja, aber wir sind nicht bedürftig, was das angeht. Mildas Hütte. Wollt ihr mir endlich sagen, worum es hier geht? Ich bin doch gerade erst reingekommen. Ich kenne dich auch nicht. Ja, okay, tschüss. Gehört zum gemeinen Volk? Natürlich gehört sie zum gemeinen Volk. Das ist ihr Job. Job, gemeines Volk. Oh, jetzt haben wir genügend Energie, um da ein bisschen hoch zu... rüber zu springen. Ich würde sagen, das machen wir auch glatt. Denn ich würde wahnsinnig gerne wissen, was da drin ist in der komischen Baracke. Ich habe nur wenig Zeit. Ja, ist gut. So ein Sprungamulett wäre zum Beispiel auch sehr angenehm. Dann könnte man das alles in einen Zauber... in einen magischen Gegenstand einbetten. Und dann hat man eben... einmal mehrfach oder wie auch immer die Möglichkeit, darüber zu springen. So, mit der Taste wird gesprinktet. Wir warten noch einen Moment ab und... Oh nein, aber es ist gelungen. Hervorragend. Sprunghilfe. Mein Name ist Ilanwe, kann ich etwas für euch tun? Reisen. Ich bin derzeit leider nicht im Dienst. Sag mal, was ist denn hier los mit den ganzen Reisezauberern? Ja, Gilden... Ach, er ist ein Gildenführer. Ja, natürlich. Gegen eine geringe Bürger kann ich einen verschiedenen... Achso, Gildenführer bedeutet einfach nur, dass wir ihn wohin teleportieren können. Na, von mir aus. Also, ich muss schon sagen, wieso ist der auch nur 200 wert? Ach, Moment mal. Klanban ist gar nicht mal so ein niederes Kreatürchen. Also ich würde mal fast sagen, spezieller Met. Dies ist eine Abschrift des verrückten Kochbuchs für Verrückte. Und nun, hihi, mischen wir uns einen Krug von speziellem, sehr süßem Met. Dazu brauchen wir einen Krug, hihi, und Met und natürlich etwas Honig. Nun nehmen wir den Krug und vermischen darin die beiden Zutaten. Hierbei wäre es hilfreich, einen Löffel oder eine Kelle zur Hand zu nehmen. Haben Sie etwa 10 Minuten gerührt? Ja, dann dürfen Sie jetzt probieren. Prost! Das erinnert so ein bisschen an ein Herz und eine Seele mit dem Punsch. Punsch, Dussel Kuh. Gefährliche Gruben. Von mir aus. Gefährliche Gruben, eine Abhandlung von Nimbilia. Gefährliche Gruben sind in 2 Kategorien zu unterteilen. Einmal gibt es die großen und zum zweiten gibt es dann noch die kleinen Gruben. Große Gruben sind einerseits sehr gefährlich, da man tiefer fällt, bis man auf dem Boden aufprallt. Andererseits sind große Gruben nicht so leicht zu übersehen, was sie wieder berechenbar macht. Kleine Gruben dagegen sind unauffällig und geradezu hinterlistig. Durch ihre Winzigkeit ist schnell mal der Fuß verstaucht oder gar gebrochen. Ein minimaler Anblick
Augenblick der Unachtsamkeit genügt und die gemeine kleine Grube schlägt gewissermaßen zu. Doch die wohl gefährlichste aller Untergruppen dieser ohnehin schon barbarischen Gegner des rechtschaffenden Bürgers sind die getarnten Gruben, die sowohl groß als auch klein sein können. Diese praktisch unsichtbaren Gefahren nehmen der großen Grube ihren Nachteil, nämlich deren Auffälligkeit. Kaum vorstellbar. Man ist auf dem Weg zur Arbeit und von einem Moment auf den anderen ist alles schwarz um einen herum, da man in einer gewaltigen Grube liegt, 20 Meter unter dem Gehweg. Schrecklich, nicht wahr? Und das liest er. Alles klar. Vielleicht schreibt er die... Ah, nee, halt, ist er nicht von... Oder Abhandlung von... Wer hat nochmal dieses Meisterwerk? Nimbilia. Alles klar. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen mal, soll man in die Kommode mal spaßhalber rein? So, bitte. Ich kann mich nicht entsinnen, Teleportation gezaubert zu haben. Und doch stand ich da. Alleine und nackt. So, ich würde sagen, wir gehen einfach mal so. Und jetzt... brauchen wir dwemerische Münzen. Allerdings haben wir die nicht hier. Sie können wir auch nicht holen. Finden. Ich würde fast sagen, wir sind hier für den Moment mal fertig. Oder wir haben alle Bereiche abgeklappert. Hier gibt es nirgends mehr was. Da drin haben wir ebenfalls für Ruhe gesorgt. Hier waren wir auch schon mal drinnen, meine ich. Da gab es nichts. Die Leute haben wir... Ja, da haben wir für Ruhe gesorgt, mehr oder weniger. Hm. Ja, genau, die Geschichte wollen wir wieder mitnehmen. Sollen wir das tun? Ja oder nein? Ich würde fast sagen, wir... Können wir das tragen? Wie viel können wir noch tragen? 12 Kilo. Oh Gott, das ist super schwer, das Zeug. Ich glaube, das kann ich komplett vergessen. 10 Kilo, 10 Kilo. Ne, die Sache muss hier bleiben. Ehrenohren, Ordenzeug, Ehrenohren, genau. Allzeit bereit. Ja, zu dem würde ich auch mal gerne hochspringen, allerdings glaube ich, da brauchen wir auf jeden Fall Zauberei, das kriegen wir so nicht hin. Leerstehendes Haus, ja, da gibt es ein Südviertel. Hm. Wir könnten ja mal versuchen, hier hochzuklettern und dann irgendwie... Oh, sehr schön, da können wir nochmal... Moment, wir haben doch noch ein... Haben wir ein Zimmer oder ist das längst aufgebraucht? Wahrscheinlich ihr letztes, ne? Wir dürfen wahrscheinlich wieder neu zahlen hierfür. Oder gab es hier ein Bett im leerstehenden Haus? Nein. Ich glaube nicht, hier gab es nichts. Wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht was Feines finden. Hier zum Beispiel würde ich ganz gerne mal hoch. Oder kommen wir hier auf die... auf das Geländer? Nein. Allerdings... Kommt jetzt wieder das willige Springe und Geeiere, aber es klappt natürlich wieder nicht. Ja, fahrt fort. Ich würde ja gerne hochspringen. Oder ich fahre fort mit dem Boot. Fragen über Fragen, was tun? Moment, kommen wir überhaupt wieder raus aus dem Wasser? Oder sind wir da gefangen? Nein, hier würden wir wieder rauskommen. Allerdings... Ja, ich wag's mal. Worum geht es? Ja, ich möchte da rein, Junge. Was, wie kommen wir da rein? Können wir von der Ebene aus hochspringen? Ich versuch's einfach mal. Oder ist das ein Aufgang? Natürlich nicht. Jetzt kommen wir nicht mehr nach oben. Hier jedenfalls nicht. Gut, das hat sich schon mal wieder sehr gelohnt. Fantastisch. Ach Gott. Dann, ja, müssen wir wiederkommen, wenn wir Levitationszaubertränke besitzen. Oder hat einer von den Händlern hier vielleicht sowas in der Richtung? Also ich wage mal zu bezweifeln, dass ich mit dem Sprungzauber da hinkomme. Aber vielleicht komme ich auf die Laterne und dann, wenn es... Na, ich würde sagen, wir versuchen mal auf die Laterne zu springen mit dem... Mit dem Zauber und dann von dort aus weiter. Das speichern wir spaßhalber mal. Jetzt könnte es nämlich brutal werden. Na, 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 na. Oben bin ich. Aber nicht so richtig.
Ja, das ist doch schon mal ein kleiner Schritt. Wir versuchen es gleich nochmal. Okay. Ach, ein Träumchen. Na, kommt nicht rum. Hallo, hallo. Oh, was in? Ja, das war nicht so nett. Moment, wir haben, wo ist es? Frostspiel, ja, aber wenigstens Reflexion. Ah, jetzt hat er selber abbekommen. Allerdings macht mir das natürlich nichts. Oh, gleich. Gleich sind wir weg vom Fenster. Wir brauchen einen Ausdauertrank. Ach, wir haben doch noch die... den Gewittersturm. Oh shit, gleich sind wir weg. Ja. Okay, wir müssen schnell einen Heiltrank nehmen, sonst ist er tot. Ja, die sind gar nicht mal so unübel. Flammenatronach. Waren die immer schon so krass? Und da draußen höre ich schon wieder so ein Vieh. Dunkler Magierturm. Ja, okay. Den Kampf haben wir auf jeden Fall erfolgreich überstanden. Da wollen wir noch direkt mit Reflexion arbeiten. Nicht gut. Heiltrank. Mal den Frostspiegel aktiviert. Alles klar. Nun, mir kommt so vor, als ob ich hier gerade am Abhang hänge. Kann das sein? Und ich kann da runterspringen. Was ist denn das für ein merkwürdiger Turm? Ja, wenn ich jetzt da runterspringe, da komme ich aber nicht mehr hoch. Da muss ich dann gegen das Vieh bestehen, sonst bin ich tot. Und ich weiß nicht, ob ich da so gute Karten habe. Ja, wir können mal Regenerationszaubern Spaß haben. Hab natürlich keinerlei Resistenz. Feuerresistenzzauber, das ist auch wieder wunderprächtig. Ne, ich glaube den... Oh, ich könnte einfach mal speichern und dann könnte ich da runterspringen in der Hoffnung... den Platz zu machen. Reflexion kann ich natürlich nicht zaubern, das wird zu krass. Gut, ich versuch's einfach mal. So, Geronimo und wir hängen fest, macht nichts. Schnell den Ostgewandzauber aktiviert. Unsere Waffe im Arsch oder warum machen wir so wenig Schaden? Ja, ist nichts mehr so, nicht mehr so toll. Gut, dann wollen wir was zaubern. Erstmal einen Zaubertrank, einen Heiltrank. Ja, viel mehr Möglichkeiten habe ich hier leider nicht. So, nu? Eine Kiste mit Rattenfleisch. Alles klar. Oh, das ist echt übel. Aber ich meine, das kommt wirklich von diesem starken Gegner-Plugin, weil normalerweise waren die nicht so übel, die Viecher. Und wir haben ja sogar 50%ige Resistenz, genau, Feuerresistenz 50.
Oh, oh. Das ist der Chef. Große Truhe. Irgendwas sagt mir, dass ich nicht an die Truhe gehen sollte. Ja, von denen haben wir schon ein paar kennengelernt. Wir sagen einfach mal guten Tag, wie sich das gehört. Manieren sollen ja belohnt werden. Orgomon. Hahaha, seid ihr stolz, dass ihr meine Schergen überwinden konntet? Und denkt ihr nun, ihr werdet bereit, mich herauszufordern? Nun dann mal los, greift mich an. Oh, schlecht. Oh, oh. Was denn? Hm, das scheint sogar zu funktionieren. Und Magie widerstanden. Ach, sehr schön. Sobald er nur seinen komischen Giftquatsch da zaubert, haben wir sehr, sehr gute Karten. Aber wir zaubern einfach mal. Wir nehmen einfach mal alles, was wir haben. Ach ja, Reflexion hat funktioniert. Er hat sich selbst vergiftet. Wie bitte? Ja, ja, würde ich auch sagen. Da pfeift er vor Anerkennung. Alles klar. Ja, ich würde mal sagen, wir sind hier der Held im Zelt. So, guten Tag. Fuzius. Ja, ja, aber zuerst Orgomon. Er ist ein dunkler Zauberer. Man sagt, eine spezielle magische Barriere schützt ihn vor Angriffen der Außenwelt. Nicht so ganz, aber vielleicht ist es auch nur ein Gerücht. Jo, zumindest hörte ich von keinem, der so wagt, in Orgomons Tür zu klopfen. Nee, an. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Magiergilde, diesen dunklen Magier zu beseitigen. Also wie es aussieht, ist die Magiergilde nicht mächtig genug. Mhm. Ach, die sind doch viel zu stolz, einen Freiwilligen zu empfangen. Es sei denn, der Freiwillige wäre ein Mitglied in der Gilde. Ja, das ist aber jetzt irgendwie... Allzeit bereit. Ja, eigentlich würde ich jetzt gerne meine Belohnung abholen, denn offensichtlich haben wir Klarwasser befreit von allem Übel. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal beim Chef selbst vorbeischauen. Ja. Erstmal seiner Frau guten Tag sagen. Ich danke euch, Bunkerknabe. Wir geben uns beide Mühe, unsere einstige Liebe wieder aufleben zu lassen. Ich habe ein gutes Gefühl für unsere Zukunft. Ja, das ist doch toll. Orgomon. Ach, shit. Ja, wir... Achso, der braucht ja irgendwelche Noten. Habe ich Noten gefunden? Hm. Orgomon? Fahrt fort. Komisch. Gut, also keiner will, dass wir... Ja, hier brauchen wir wahrscheinlich tatsächlich Noten. Den hätte ich wirklich gern, allein schon des Preises wegen, aber okay. Also brauchen wir noch Noten und wir brauchen dwemerische oder dwemerische Münzen. Ich würde sagen, ja. Fahrt fort. Ja, ja, fahrt fort, fahrt fort. Die wollen alles, wir fortfahren. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Und wohin fahren wir fort? Sprecht. Fahrt fort. Westspalte. Wo auch immer das ist. Ladebereich. Oh, das ist aber angenehm. Ja. Wo sind wir? Ganz im Westen. Genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Westspalte. Das ist ja sehr schick. Ja, jetzt sind die Wolken beim Sturm natürlich ein bisschen flotter unterwegs. Genauso wie sich das gehört. Ja, aber wenn man das hier sieht... Und wenn man das hier hört... Also wer da nicht richtig Lust bekommt auf ein Ründchen Morrowind, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Naja, jetzt sind wir auf jeden Fall in der Westspalte im nächsten Bereich. Ich glaube, das ist klar... Nicht Klarwasser, doch Alquanar, kann es sein? Alquanar? Willkommen, dies ist Alquanar. Mein Name ist...
Kalarzon. Merkt ihr euch gut. Und wenn ihr Fragen zur Geschichte der Hafenstadt Alquana habt oder falls ihr eine bestimmte Lokalität sucht, so kann ich euch mit Sicherheit helfen. Ihr könntet auch mit den Wachen in Alquana reden, jedoch glaube ich in Fragen des öffentlichen Lebens kompetenter zu sein. Alquana, eine Stadt, die einst den Reichtum gepachtet hatte. Leider sind die Handelsverbindungen mit dem Festland in letzter Zeit ein wenig eingefroren. Nur noch wenige Schiffe nehmen die weite Entfernung zu unserem Hafen auf sich, obwohl hier die schönste Kleidung und die schnittigsten Pfeile entstehen. Die Industrie in den einstmals zurückgekommenen Provinzen beginnt nun auch dort zu gedeihen. Dorthin sind die Handelsstraßen und Wege zugänglicher. Alles klar. Geschichte der Hafenstadt. Ah, ihr interessiert euch für die Geschichte unserer schönen Stadt? Das ist ja wunderbar und spricht natürlich für euch. Ist es nicht hübsch hier? Nun, es war nicht immer so hübsch in dieser Bucht, denn als Lirion, der Gründer unserer Stadt, diese entlegene Bucht entdeckte, war Wardenfell ein raues Pflaster. Das Kaiserreich war noch nicht allzu weit in diesen entlegenen Teil von Tamriel vorgestoßen, als Lirion, ein Hauptmann der kaiserlichen Wache, den Befehl erhielt, den Fluss Samsi zu befrieden. Er stieß von Ebenherz aus mit zwei Schiffen in See. Als sie zwei Tage unterwegs waren, kamen sie in Sichtweite der Dunmer-Festung Andasred. Das Wetter war regnerisch, wie heute, und die Sichtweite sehr gering. Als ein Clan voller Dunmer aus den Büschen hervorpreschte und mit Speeren, Bögen und Armbrüsten die kaiserlichen Schiffe attackierte. Zunächst stand die Schiffsbesatzung mit höhnischem Grinsen und verschränkten Armen auf Deck, denn die primitiven Dunmer konnten nichts gegen die verstärkten Schiffsplanken des Kaiserreiches ausrichten. Die Speere zerschellten an ihnen. Doch urplötzlich wurde der Himmel pechschwarz, so wie heute, und die Stimme der Tiere, die man bis dahin hörte, verstummten. Nun sah Lirion, wie einer der Dunmer hinter einem Baum stehend, wie wild einen Zauberstab hin und her schwang. Und dann geschah Unglaubliches. Weiter. Ein riesiges, urzeitliches Untier stieg aus den Tiefen der See. Sein Kopf war ein länglicher Schädel mit einem gewaltigen Zahn, der schärfer als das schärfste Messer die Wasseroberfläche zerriss und in seiner wilden Raserei eines der beiden Schiffe verschlang. Wie versteinert stand die Besatzung des verschonten Schiffes da und starrte auf das Vieh, das sich gerade an den Leibern ihrer Kameraden labte. Lirion, der als erster aus seiner Versteinerung erwachte, stürzte, getrieben von panischer Angst, zum Schiffsruder und schrie mit seiner gewaltigen Stimme die Besatzung an und riss sie so aus ihrer Angststarre. Darauf setzten sie Kurs nach Norden, wo die Küste zerklüfteter wird und eine Flucht wahrscheinlicher war. Denn noch war das Untier mit dem ersten Schiff beschäftigt. Doch kaum hatten sie das Gebiet der zerklüfteten Küste erreicht, nahm das Untier die Verfolgung auf und kam Lirions Schiff mit enormen Schritten näher. Schritten? Und da entdeckte er den Steinbogen von Alquana und setzte Kurs darauf. Er und die Mannschaft erreichten die Bucht unversehrt. Das Untier schwamm am Steinbogen vorbei und sie waren gerettet. Nachdem die Gefahr gebannt und das Untier außer Sicht war, bemerkte Lirion voller Staunen, welche wunderschöne Bucht er dadurch diesen schrecklichen Zufall entdeckt hatte. Er ersann den Plan einer kaiserlichen Stadt, und als sie wieder sicher und wohlgehütet in Ebenherz Anker warfen, unterbreitete er seinen Plan dem Herzog, dem Lirions Idee so gut gefiel, dass er unverzüglichst eine Botschaft nach Cyrodiil schickte, die einen Antrag auf Baurecht erhielt. Na, und was soll ich sagen? Dem Antrag wurde stattgegeben. Der Rest ist Geschichte. Doch wollt ihr nicht noch mehr über die Geschichte von Alquana hören? Na, ich weiß ja nicht. Wer ist nochmal dieser Lirion genau? Der Stadtvater Alquanas. Ihm haben wir es zu verdanken, dass diese schönste aller Städte hier vor uns steht. Hoch sei er gepriesen. Das finde ich allerdings auch. Knut? Er betreibt eine Bäckerei in Skidanin oder Seidanin. Er ist vor nicht allzu langer Zeit nach Morrowind gezogen. Hat er vorher in Cyrodiil gelebt? Ah, ja. Mag ich Seidanin? Natürlich mag ich Seidanin. Mein alter Freund wohnt da. Sokutius Ergala ist sein Name. Sicher habt ihr ihn schon kennengelernt. Da haben wir tatsächlich, ja. Ist das nicht der alte Mann? Ich glaube schon. Der mit dem... Ah, ja. Genau, Schalkpanzerrüstung. Ein Schmied in der Klarwasser ist der einzige, den ich kenne, der diese Rüstung schmieden kann. Das Material ist wohl sehr widerspenstig. Wachen in Alquana? Ja, sind sie nicht edel, diese Wachen? Ja, richtig. Zauberer in Markera? Nein.
Rung. Haben wir alle schon gehört? Naja, naja, kleines Geheimnis. Mit allen reden, immer das gleiche Grün. Klar, was heißt groß? Viel größer als Alquanar oder Caldera. Es wird auch Cyrodiil des Ostens genannt und von den umliegenden Inseln inselhoch angesehen. Die Stadt liegt im Osten von Wardenfell und kann mit dem Schiff von hier, Sadref Mora, Kuhl oder Renar Mok aus erreicht werden. Ja, finde ich super. Willkommen. Wie geht es euch? Ja, uns geht es gut. Super. So, hier haben wir ein Türmchen. So wie es ausschaut. Wird es gerade Tag? Oder bilde ich mir das ein? Nein, es ist 10 Uhr abends. 11 Uhr. Das heißt, es wird eher dunkel. Gut. Damit würde ich sagen, haben wir Klarwasser. Könnt ihr eure Fragen kurz fassen? Ja. Klarwasser ist damit abgeschlossen. Jetzt befinden wir uns hier in Alquanar. Allerdings würde ich sagen, wir heben uns die Erkundung für das nächste Mal auf. Das soll es nämlich erstmal gewesen sein. Ein schicker Leuchtturm wie ein Setjanin. Ja, und dann sage mal. Und das nächste Mal werden wir uns dann hier ein bisschen umschauen. Wir werden gucken, was es hier Feines zu erledigen gibt. Ein bisschen shoppen gehen und natürlich wollen wir auch ein wenig ein paar Quests abarbeiten, erfüllen, den Leuten hier helfen und so weiter und so fort. Also das wird es als nächstes geben. Wir machen also weiter mit dem Ritter der Ehre oder Orden der Ehre. Und das Hauptspiel muss jetzt einfach mal ein bisschen warten. Aber ich denke mal, das ist auch mal ganz angenehm. So sieht man auch ein bisschen was anderes als das, ja, als den Standard in Morrowind. Gut, damit würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.